So, herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen Special, und zwar zum dritten für die dritte Welt. Wir versuchen hier jetzt mit unseren Fähigkeiten nochmal das zu sammeln, was uns bisher fehlt. Und das ist in der dritten Welt einiges, wenn ich mich recht entsinne. Das heißt, es könnte ein bisschen länger werden als in Welt 2. Mal sehen, uns fehlt hier... Ja, Rextros Münze fehlt uns hier, soweit ich mich erinnere. Ja, das Minigame, das haben wir auch noch nicht. Dann fehlt uns Ghost weiter. Dann gibt es noch die zwei Dinge unter Wasser, die wir noch nicht haben. Das erste davon war auch, glaube ich, gleich hier ganz in der Nähe. Und dann gucken wir uns natürlich noch mal ein bisschen um, was wir denn noch so finden. So, aber das Level ist immer ein bisschen verwirrend, finde ich, vom Aufbau her, sich hier zurechtzufinden. Ich muss hier in dieser Aufnahme ein ganz winziges Zugeständnis machen. Ich wollte jetzt nicht ewig suchen. Ich weiß, wo Rextros Münze ist. Ich habe vorher nachgeschaut. Das müsst ihr mir jetzt einfach mal verzeihen. Aber das, ich glaube, ich hätte sie so schnell jetzt auch nicht gefunden, ehrlich gesagt. Naja. Hier wieder sein Telefon. So, jetzt gucken wir mal, ob wir hinten was finden. Ich weiß nicht, warum ich das so mache. Wir können ja eigentlich fliegen, aber wir machen es mal so. Ich weiß gar nicht mehr, was hier hinten überhaupt war. Ach ja, war das. Das haben wir ja schon. Mal gucken, hier drüben haben wir glaube auch alles, aber hier ist Rextros Münze versteckt, hier ganz in der Nähe. Oder? War das, ist das hier? Ja, lande drauf, nicht daneben, dankeschön. Das hier? Ne, hier ist nicht Rextros Münze, aber das haben wir alles schon gemacht. Das haben wir auch schon gemacht. Da drüben, das haben wir schon gemacht. Ja. Das haben wir auch schon gemacht. Das waren wir auch schon. Und auch mal ein klein wenig zurechtfinden. Ist hier normales Wasser? So. Jetzt nur mal kurz. Was ist das? Ja, etwa. Das ist, glaube ich, die konnten wir, glaube ich, auch noch nicht zerstören. Dass wir das Level gespielt haben. Ich glaube, die Fähigkeit hatten wir noch nicht. Aber welchen Zweck hatte das jetzt? Ich weiß es nicht. War halt einfach nur so ein Block. Na gut, wir gehen mal hier rein. Ich bin mir nicht sicher, ob das die richtige Stelle ist. Ich glaube, das war bei Rex. Ja, genau. Hier ist immer falsch. Gut machen. Hier sind wir auf jeden Fall falsch. Das ist nicht das Unterwasser-Ding, wo ich hin wollte. Hui, wenn er umgeschossen ist, ist schön. Okay, okay, okay. Dann muss ich mal schauen. War das? Es war eventuell bei Rex im Wasser. Ja, machen wir uns mal auf den Weg. Ein Fehler. So, können wir da mitnehmen. Das ist eine Kiste. Haben wir auch schon, das ist auch kein PG mehr drin. Wir haben ja doch. Ja, genau.
Ach, komm schon. Ach, guck mal hier, das haben wir noch nicht gemacht. Das haben wir zum Beispiel noch gar nicht. Ja, aber was soll ich hier tun? Ein paar Pilze, den können wir kaputt machen. Okay. Das war's schon. Okay. Nehmen wir die Pelzis noch mit. Zack. Und dann gucken wir mal, was hier noch schönes ist. Nehmen wir gestern mal aus dem Weg. So, was fehlt uns? Uns fehlt uns auch noch der Boost. Er wäre ehrlich gesagt für den Endgegner sogar, also für Kapital B, sogar ziemlich extrem praktisch. Ach komm, hau ab jetzt. Ah, diese Augen. Komm, geh weg. Seine Aufgabe haben wir schon gelöst. Das war das hier. Wo ist denn jetzt aber Rexos? Ich guck erstmal kurz, wo das war. Ich sehe sie. Ich sehe sie von hier. Oh mein Gott. Ah, oh, ich will gar nicht wissen, wie oft die im Bild war. Ich will es gar nicht wissen. Ja, hallo, wir haben deine Mütze, Rexor. Du musst ja hier diese Aufgabe machen mit dem. Ja, mit dem Runterfallen. Mit diesem da hin und her hangeln. Und einmal musste man halt einfach abbiegen. Und schwupps war man bei der Münze. Ich habe es einfach nicht gesehen. Und dann auch beim Gucken immer wieder übersehen. Und das mit diesen drei Pilze, die da am Boden sinken, hatte mich auch schwer verwirrt. Die haben keinen anderen Zweck, außer dass es da, soll ich sagen, ja, drei Peaches gibt. Ich bin mir sicher, dass da die Entwickler mal was anderes für geplant hatten. So, mal gucken. Irgendwo gab es da hier einen Eingang, wo so eine Scheibe war, die wir kaputt machen mussten. Ich weiß nur nicht mehr, welcher das war. Können wir hier gucken? Können wir rein oder? Ja, komm mal rein. Ich weiß absolut nicht mehr, wo das war. Muffiger Korridor. Ich glaube, das war es nicht. Aber hier ist ein Peachy. Den hätte ich gern, danke. Okay, nee, hier sind wir auf jeden Fall falsch. Ach, wo war denn der Eingang dazu? Wir probieren es mal hier drüben. Auf jeden Fall muss man kein Fisch sein. Man konnte als Fisch sein, aber man musste keiner sein. Es könnte es sein. Sumpfstation, genau. Hier sind wir absolut richtig. Warte mal, pupsen. Alter, ja, genau, ihr blöden Viecher. Ich mache euch jetzt alle nochmal kaputt. Einfach, weil ich kann. Was? Ich treffe die nicht. Kamera ist aber auch gerade echt mies. Hallo, habt ihr selber getroffen? Ja, hast du selber getroffen? So, jetzt seid ihr dran. Huch. So. Hat ja schon mal besser funktioniert als beim ersten Versuch. Die habe ich letztes Mal gar nicht gesehen, oder? Oh, da hätten wir die. Oh. Wie doof. Da hätten wir ja ganz easy. So, ich will jetzt nicht da hochfliegen. Ich nehme an, das ist Sinn und Zweck. Aber. Ja, genau. Das ist die Möglichkeit, wie wir da durchkommen. Haben wir ja im. Moment, ich sehe gerade was. Auf meinem Desktop hier. Also. Weil das ist ja.
Die Fähigkeit aus dem vierten Level. Genau, aus dem vierten Level. Und die hatten wir ja natürlich noch nicht. So, dann gucken wir mal Schönes, was es jetzt hier gibt. Och, war nicht springen, während er das macht? Kann da nicht springen? Ach, Fenster, jetzt geht er mal an die richtige Stelle hier drüben. Wieso ist das schon wieder? Da, das stört mich einfach. Muss ich machen. Hilft nichts. Das ist aber auch immer stoppt, ne, wenn man das macht. Oh, da ist ein Knopf. Du hast eine Hose auf dem Kopf, Kollege. Und da hinten ist noch einer. Es sind zwei Knöpfe. Und mal gucken, was der erste macht. Das stimmt, der erste lässt uns zurück. Ja, der erste lässt uns zurück. Hallo. Ja, lässt uns sicherlich wieder zurück. Aufs Wasser würde ich hier mal verzichten. Ja. Fehlt uns natürlich eine Feder, aber. Ach, guck mal, da ist noch einer. Hallo. Tschüssi. Da habe ich gleich doppelt eine abgekriegt. Hier müssen wir drüber springen, weil kaputt kriegt man die ja, glaube ich, nicht, oder? Nee, die kriegen wir nicht kaputt. Rüberspringen? Ne, dran vorbei. Dran vorbei. Haha. Ja, warten, bis es wieder stockert. Hui, so. Mensch, hätte ich gedacht, dass es noch mal so eine lange Aufgabe gibt. Ja, was? Ach. Die gehen wir erstmal besiegen, ja? Einfach mal was können. Hallo? Ja, genau. So, aber sonst gibt's ja nicht. Na gut, na gut, na gut. Wir müssen hier so leicht schräg rüber. Huch. Ja, bin noch gut. Pitchy! Dankeschön. Hätte uns also eh nichts gebracht, hier hochzufliegen. Einzige, was mich irritiert, dass uns halt noch das eine Bonusteil fehlt. Das hätte ich echt gern, weil das ist mehr Energie. Hätte ich super gern für einen Endgegner. So, gut, dann hätten wir das auch geschafft. Dann können wir jetzt so eigentlich zu Rextor gehen. Ja, ich denke ja. Extra und danach vielleicht noch mal umschauen. Ich bin jetzt nicht so sicher, ob mir noch was einfällt vorher. Nö, aktuell nicht. So, da hinten ist Extra. Hier können wir uns hinstellen zum Losfliegen. Muss ja nicht mal laufen, ne? Wir können ja jetzt fliegen. Oh, wie lange habe ich diese blöde Münze gesucht? Shit. Okay. Na, Rexo, wir haben deine scheiß Münze endlich. So. Also
Sekunde. So. Abgefahren. Wir haben Spielmünze. Bitte geht's, Spielautomaten, und drücke A. Wenn du das Spiel schaffst, gibt Rextro Spezialgewinn. Jo, bitte hoffen. Dankeschön. Hallo Freunde, spaßiges Automatenspiel. Ob das spaßig ist, das werden wir gleich sehen. Aber wir wollen auf jeden Fall erstmal spielen. Sumpf wird angegriffen von bösen Buben. Nur radikale Drohnen können Bereich verteidigen und Firmis zerstechen. Spiel dauert 2 Minuten, besiege Firmis, schnapp dir Power-Ups, hol dir den Highscore. Bewegen, boosten, Luftangriff. Okay. Das wollen wir nochmal ausprobieren hier. Ah, ist auf jeden Fall ein Spiel, was auch mehrere spielen können. Okay. Ach, haben wir Punkte verloren, oder? Ich weiß nicht, wie groß der Highscore ist. Na komm, greif an! Keine Energie mehr. Ich bin irgendwo unverwundbar, da kann ich einfach so machen. Okay. Ich weiß nicht, wie man hier Leben verlieren soll, außer das Feuer. Tempo-Boost! Achso, nee, wie viele Punkte wir jetzt haben, ist eigentlich egal, ne? Für die erste Runde. Wir wollen es bloß schaffen. Na komm schon. Ah. Ah, komm schon. Ah, los. Hat herausgefunden, wie man Leben verlieren kann. Kurz vor Schluss, ich darf nicht runter. Okay. Wow. Das war eine der besten Arcade-Vorstellungen aller Zeiten. Woher willst du das wissen? Du weißt doch nicht mal mehr, was du zum Frühstück hattest. Rextro jetzt okay. Gedächtnis kommt zurück. Rextro musste ein paar Blocks löschen. Oh, komm schon. Versucht Spiel gerne nochmal. Wenn Freunde Highscore schlagen, gibt Rextro noch einen Preis. Ja, möchte ich hoffen. Mal gucken, wie hoch der Highscore ist. Können wir jetzt sehen? Ich weiß nicht, wie viel wir hatten, aber ich glaube, wir hatten über 400.000, oder? Ich glaube schon. Das sollte machbar sein. Und geht's Feuer an? Na, gehen wir mal nicht hin. Hinten ist der nächste. Wow, schnell weg.
Also guck mal, ich liebe zu spielen, aber ich hätte gern die Raketen, die immer schießen. Na, sammel schon ein. Ja, haben wir 1800 und 4000 brauchen wir. Das könnte glatt eng werden hier. Das sind 3. Ah, komm schon, triff schon. Ja, das sind 2. Zack, und weg. Und weg. Ah, okay, Jumpo schaffen. Ja, noch 300 Punkte. Ach, komm, geh auf den Weg. Ja, da haben wir doch schon Highscore schon. Wenn wir jetzt keine Punkte verlieren, noch ein paar machen hier. Uhu. Billy sieht irgendwie cool aus, wenn die so leuchtet und unverwundbar sind. Und zack, und zack. Nein! Jetzt, guck mal, noch ein paar Punkte. Und das war's. Und die Punkte haben wir auch zusammen. Sehr geil. Wow, Freunde, haben Highscore geknackt. Rekord gibt es schon seit Rexbus sich erinnern kann, ja, was ja nicht so lange ist, ne? Also nicht so lange? Ja, genau, Lele, du hast es kapiert. Ja, bitte nehmt Rexbus Belohnung. Sehr geil. Nein, wir wollen nicht nochmal spielen. So. Nein, ach, ich wollte springen, das passiert jedes Mal hier. Nein. Darf ich jetzt springen? Ja, doch, springen. So, jetzt fehlt uns hier noch ein Peachy, von dem ich weiß. Gucken wir uns natürlich noch ein klein wenig um. Ich weiß nur nicht mehr, wo das war. Es war irgendwo unter Wasser. Aber wo? Hier hinten waren wir schon. Und der Boost fehlt noch. Ich habe aber ehrlich gesagt kein Schimmer, wo der Boost sein könnte. Absolut keinen. Wo war das eventuell? Hier war das. Perfekt. Wir sind auf der falschen Seite. So. Damit können wir es nämlich auf jeden Fall schaffen. Vorher war das definitiv nicht machbar. So. Na, komm schon. Komm schon. Hallo. Ja, guck mal, jetzt ganz easy hier. Zack. 3 Sekunden über gehabt hier. Und nach oben. So, das sind jetzt alle Münzen, Peachys, von denen ich jetzt wusste. Dann fehlt uns ein Bonus und wir können uns noch mal kurz ein bisschen umgucken. Fliegt mal hier hoch. Ist rein? Nee. Schade. Wo könnte dieser blöde Boost sein? Oh, verdammt. Wo zum Teufel könnte der sein? Da oben auf dem Schornstein was? Was ist das? Wow, Lele.
Schau dir diesen geheimnisvollen Piratenschatz an. Frag mich, ob es in den anderen Großwälzer dann mehr zu finden gibt. Hä? Nein, haben wir ja noch gar... What? Was? Privatplünderung? Errungenschaft? Hä, warte, ich... Was heißt die? Alle Errungenschaften? Hä, so einen haben wir noch gar nicht gefunden. Ist das ganz unten? Nee. Finde ein Objekt des Piratenschatzes. Okay. Finde alle 5 Objekte des Piratenschatzes. Krass. Dann haben wir noch gar nicht gesehen. Okay. Krass, okay, die sind ja dann definitiv echt gut versteckt. Okay, das ist übel. Aber ich hab immer noch keine Ahnung, wo der Boost ist. Wo zum Teufel könnte der denn sein? Ich weiß es überhaupt nicht. Und das mit dem Piratenschatz, das irritiert mich gerade noch mehr. Da hinten ist der Ausgang. Wir fliegen mal da drauf. Und der Piratenschatz. Krass. Es gibt ja noch mehr Sammelobjekte. Da gibt es was ein pro Welt. Kein Plan, wo da sein könnte. Und die anderen. Wo können wir da hinten gucken? Ansonsten. Hier oben drauf ist auch nichts. Na komm, lande schon. Nur so lange dauert. Ne, hier gibt's auch nichts. Huch. Ja, geht schon los. Mensch. Wir hätten vielleicht Energie tanken sollen vorher. Doch die Rennstrecke. Wir müssen kurz auf dem Baum hier landen. So. Aber wo könnte denn der Boost sein? Ich will jetzt aber auch nicht ewig suchen. Das ist 100% irgendwo unter Wasser, in einer von diesen Unterwasserstrecken. Das ist natürlich sehr beschissen, macht den zu suchen im Nachhinein. Wir können nochmal hier unter Wasser gucken, aber ne, hier waren wir oft unter Wasser, da dürfte nichts sein. Ja. Na gut, dann würde ich diese Folge, beziehungsweise diese kleine Special-Folge, die ich hier aufnehme, erstmal beenden. Und wir sehen uns dann in der vierten Welt wieder im Capital Casino. Good luck, have fun, bis gleich.